Aber ist nicht schlimm, das schneidet man doch einfach raus. Nein, Sarah! Hallo Team Austin! Neben mir sitzt die bezaubernde, wundervolle Sarah Mangione. Und die noch wunderschönere Sevi! Jetzt reicht's aber mit den Lieblichkeiten, denn wir betteln uns jetzt hart bei DI versus. Und wie durch einen Zaubertrick steht sie nun hier. Das kleine blaue Büchslein. Do it. Blumen! Ich bin ein großer Blumenfan. Ich mag Blumen auch. Wo ist denn die Anleitung? Hier ist keine Anleitung drin, Freunde. Ey, das ist so unprofessionell, wenn man einmal mit Jungs zusammenarbeitet, ne? Ausziehen, ausziehen. Los. Oh ja, du bist so zart. Blumi. Blumi. Die DIY-Challenge heute lautet, bastelt den Blumen Snapchat-Filter nach. Ihr habt jetzt wieder eine Minute Zeit, um euch alles einzuprägen. Und los! Yo! Diesmal weiß ich nämlich, jetzt lese ich wirklich. Oh mein Gott. Den eigenen Kopfumfang. Ich habe eine riesen Birne. Ach, das ist der Snapchat-Filter. Guck mal. Hä? Was? Oh mein Gott. Was ist das hier? Ah! Okay, los. Ich bin so heiß. Ich liebe ja. Ja, warte, wir haben noch die Minute noch. Wenn ich lese, kann ich nicht reden. Kennst du das? Du weißt schon, wie das funktioniert. Okay, ich habe schon das halbe Draht. Toll, du hast ja schon angefangen. Ja. Ja, Sarah kämpft immer mit unfairen Mitteln. Ich bin Ausländer. Weil sie kann es nicht fair. Ich bin auch Ausländer. Ja. Das ist kein Argument. Zweimal mit dem dicken Kopf. Mein Ding ist irgendwie total blöd. Ach, das ist einfach so. Oh nein. So kleinen Kopf. Hast du auch so einen dicken Kopf? Ich habe eine riesen. Ich habe auch Bumsbirne. Sagt man auch. Bumsbirne? Kriege ich eigentlich auch Klebeband? Ich mach's gerade für uns beide auf, du Flötenschlumpf. Ich habe ja auch. Was hast du gerade gesagt, du Klötenschlumpf? Die Flötenschlumpf. Ja, danke. Das geht eh nicht. Ja, aber Sarah ist schon wieder so am. Ja, aber was habe ich denn damit zu tun? Sonst hätte ich das auch ordentlicher gemacht. Wie immer ich für alles hier die Schuld bekomme, ne? Ja, einer muss schuld sein, weißt du doch. Hast du dir schon eine Farbgebung überlegt? Ich nicht, ich habe einfach drauf. Ich mache auch einfach. Okay, scheiß drauf. Ich bin leider auch so ein Mensch, ich denke nie vorher drüber nach, sondern fang einfach an und denke dann währenddessen, hättest du mal das nicht getan. Oh Mann, ich kann das einfach nicht. Ach so macht man das. Ich mache jetzt noch eine, um dir Zeit zu geben und dann bin ich fertig. Du musst doch mal die Heißkleben bis zum Mops. Jetzt sieht es nicht mehr gut aus, Kind. Also aber das heißt. Oh, ich hab Heißkleben. Was? Ich hab Heißkleben. Sarah, was machst du? Nein! Oh nein. Aber das ist nicht schlimm, das schneidet man doch einfach raus. Nein! Sarah! Das ist ja nicht schlimm, ist dann nur der Pony. Oh, der ist voll schön. Ich bin, glaube ich, fertig. Also die da vorne ist schon sehr extrem, ne? Oh ja, das ist ganz voll, aber dass du die hier so parallel so sehen aus wie kleine Kopfhörer. Oh, guck mal. Ja. Ich sehe aus wie von den Chiquita Banana, aus der Chiquita Banana Werbung. Dann aber bei mir haben immer so einen Obstkorb. Ja, stimmt, die haben so Bananen. Ja, so sieht es ähnlich bei mir aus. Ja, ja, stimmt. Jetzt dürft ihr mal wieder in die Kommentare schreiben, wer euch am besten gefallen hat oder welcher Kranz. Welche Arbeitsweise. Für die Technikfreunde unter euch. Sie hat auch noch Boxen dran. Ja, Boxen. Und bei dir ist es halt eher so Pferderennen. Chiquita Banane. Ja, Chiquita Banane. Dazwischen. Ich habe ein gutes Gefühl. Genau, entweder Hashtag Sarah oder Hashtag Sevi in die Kommentare. Und jetzt darf natürlich auch noch unsere Redaktionsrunde, beziehungsweise unsere Männer hinter der Kamera, die dürfen jetzt sagen, wer gewonnen hat, weil der Verlierer muss natürlich auch eine Bestrafung machen, ne? Also ich finde, das sieht so von der Anordnung natürlicher aus. Also ein Kranz ist eher... Aber es hat keinen Kranz. Wie sie mich schon wieder anguckt. Sie sind, ja, ist das euer letztes Wort? Ja, okay, unentschieden. 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 Ist okay. Unentschieden ist okay, kann ich mit leben. So. Dann bräuchten wir jetzt die Bestrafungszettel einmal. Ist da was drin?
Das passt auch am besten zu meinem Links. Den anderen einen Tweet verfassen lassen. Das passt sich ja gut. Mir folgt eh nur mein Vater. Na toll. Wie viele Follower hast du bei? Knapp über 2000. Ja, dann geht das ja. Mir folgen ungefähr 4. Okay, dann gebe ich dir mein Handy und du mir deins. Okay. Eins, zwei, drei. Es tut mir so leid. Wir tauschen. Ich finde damals auch lustig. Ach toll, wenn das mein Chef hier liest. Ah, dieses Wort. Wenn ihr jetzt wissen wollt, warum Silvi morgen ihren Job verliert, dann schaut doch einfach gerne mal bei ihrem Twitter-Account vorbei. Kackaccount. Wenn ihr Lust habt, am Kackaccount von Sarah. Sarah ist der ganze Name. Mehr passiert auch nicht. In diesem Sinne, fühlt euch gedrückt, gebt uns einen Daumen, ein Abo und schaut auch bei uns vorbei. Wenn ihr einfach zu viel Zeit habt, macht's gut. Peace. Au. Nicht der Nagel. Passiert da jetzt langsam mal was? Ja, es hat jemand... Oh Gott, es hat jemand geliked. Wieso liked man sowas?